Portugal konnte sich also das Finale in Porto sichern, also das Finale zu Hause. Die Niederländer mussten also anreisen, waren hier nicht unbedingt Favorit, aber sie hatten eben Deutschland und Frankreich in ihrer Gruppe ausgeschaltet, jetzt auch 3:1 gegen England gewonnen. Die Umstände allerdings waren durchaus kurios, das waren viele Böcke in der Hintermannschaft der Engländer. Die erste Möglichkeit hier gehörte den Gastgebern, im wahrsten Sinne des Wortes. Neves mit dem Abschluss, der hier aus knapp 16 Metern ganz haarscharf über die Latte hinwegstreift. Cillessen hätte nur noch hinterher schauen können. Glück etwas in der Situation, dann aber der Gegenstoß fast in der genauen Antwort, dann der Treffer. Memphis Depay in der 14. Spielminute mit dem 1:0 für die Niederlande. Das erste Tor nach dem ersten Schuss. Und Depay, der auch schon überragend viel Anteil hatte beim Sieg gegen England, war hier diesmal selber eher erfolgreich. Jetzt Portugal in der Pflicht zu antworten. Noch im ersten Durchgang Pizzi, aber Cillessen nicht wirklich beeindruckt von diesem Schuss. Lässt sie noch einmal abtropfen, setzt sich dann aber ohne Probleme gegen diesen Schuss dann durch. Vor der Pause nochmal die Gäste über die rechte Seite mit De Jong und Babel. Das ist ein richtig starker Ball auf den mitgelaufenen Dumfries und dann muss es Bergwijn vielleicht eigentlich schon machen. Zum 2:0, aber damit war es das erstmal für die ersten 45 Minuten. Ein 1:0 für die Niederlande. Die besseren Möglichkeiten lagen eben auf ihrer Seite und dementsprechend das Ganze nicht unverdient. Zweiter Abschnitt wieder die blau gekleideten Gäste. Ryan Babel hat die Übersicht, legt nochmal raus zu Bergwijn, der die gute Möglichkeit hatte. Wieder Bergwijn mit Wijnaldum, dann zu De Jong der Ball, aber am Tor vorbei. Wäre auch abseits gewesen, die Fahne schnellte dann auch hoch, sodass der Treffer irregulär gewesen wäre. Was war mit Portugal los? Sie hielten dem Druck erstmal nicht stand. Memphis, da knapp 25 Meter vorm gegnerischen Kasten. Wieder Ryan Babel, auch sehr auffällig. Wijnaldum zu Babel und der schießt dann drauf. Und Rui Patricio bügelt das für seine Hintermannschaft aus, die hier wirklich fahrlässig teilweise agierte und Glück hatte, dass es weiterhin nur 0:1 stand. Jetzt waren die Portugiesen aber gefordert, keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Das ist Cristiano Ronaldo, setzt sich hier erstmal gut mit dem Körper durch. Dann hier gegen Virgil van Dijk vielleicht das interessanteste Duell an diesem Sonntagabend. Starker Schuss, er kommt eben zum Abschluss. Van Dijk kann ihn aber noch behindern und es fehlen dennoch nur einige wenige Zentimeter. Schlussminute. Nochmal Portugal. Bernardo Silva holt hier mit Glück den Einwurf raus. Über die rechte Außenbahn. Dann Carvalho mit der Flanke. Ronaldo mit dem Kopfball. Der steht da in der Luft. Die Technik ist richtig stark. Der hätte auch gesessen. Aber Cillessen hält diesen drucklosen Kopfball ohne Probleme fest. Da ärgert er sich nochmal, Cristiano Ronaldo. Dann war es auch vorbei. Die Portugiesen müssen sich geschlagen geben, warten hier zu spät auf. Und damit gewinnt die Niederlande das Finale der UEFA Nations League.